Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, darauf haben wirklich viele gewartet und ja, mich hat tatsächlich das Sockenfieber gepackt und zwar das echte Sockenfieber. Es ist diesmal nicht chinesisch, es ist keine Zweinadelsocke, wobei, wer weiß. Es sind tatsächlich richtige Stricksocken. Ich habe heute für euch richtige Stricksocken mitgebracht. Ja, so ist es. Und habt bitte keine Angst, wir werden die Anleitung super, super einfach zusammen durchstricken. Es wird toll. Ich werde euch Schritt für Schritt alles erklären, dass ihr danach super easy eine Socke stricken könnt, auch wenn ihr noch nie gestrickt habt. Diese Socken werden wir zusammen machen. Ich habe euch hier ein tolles Garn mitgebracht. Das ist unser handgefertigtes Garn. Das nennt sich Wikipedia Socks. Und dieser Farbverlauf heißt Skylar. Das ist eine Modalmischung, ideal auch für Veganer. Ich liebe sie besonders, weil sie so weich ist, dass selbst wenn ihr bei euch jemanden in der Familie habt, der Wolle nicht mag, der Wolle kratzig findet, der irgendwie keinen Zugang zu Gestricktem findet, damit überzeugt ihn. Das ist so, so, so weich. Es ist wirklich so super weich. Das wird normalerweise für Unterwäsche benutzt. Und wir nutzen es natürlich für alles Mögliche, aber besonders für Socken. Und damit werden wir heute stricken. Das ist vierfach und 200 Meter. Ich werde damit eine Sockengröße 30-31 arbeiten. Ich nehme dazu unsere Sockentabelle zur Hand. Link findet ihr wie immer in der Infobox. Und als Helferlein, ihr könnt selbstverständlich mit einem Nadelspiel arbeiten. Ich habe hier das Neko Bamboo Flex Strickspiel. Das ist für Anfänger ideal. Ihr habt weniger Nadeln, nur drei. Das heißt, wir arbeiten eigentlich hauptsächlich auf zwei. Da ist die Arbeit drauf. Das wird unsere Arbeitsnadel sein. Und das Tolle ist, die sind flexibel. Das heißt, wenn ihr mal euch irgendwie zu eng fühlt, beim Nadelspiel ist das häufig so, dass man gerne mal an seine Grenzen kommt und das ist für einen sehr unangenehm. Und hier, dadurch, dass es flexibel ist, habt ihr dann keinerlei Störungen irgendwie oder Reibungen. Es ist super, super toll. Und beim Bambus ist es schön, die halten die Maschen sehr, sehr gut. Das rutscht nicht so schnell runter und auch da gerade für Anfänger ideal. Die Socken werden wir arbeiten von unten. Normalerweise, oder was heißt normalerweise? Traditionell wird die Socke gerne von oben vom Bündchen gearbeitet bis zur Spitze. Der Nachteil ist jedoch, es kann passieren, wenn ihr Garn kauft, wie zum Beispiel ein solches oder ein normales Sockengarn, dass euch die Wolle ausgeht. Also wenn ihr recht große Socken arbeitet, kann euch das passieren, dass euch die Wolle ausgeht. Und wenn ihr das Bündchen und den Schaft zu lang macht, kann es sein, dass euch da die Wolle ausgeht und ihr schafft die Spitze nicht mehr. Deswegen ist es von der Spitze aus nach oben zu arbeiten perfekt. Denn sollte euch das gar nicht hier ausgehen, könnt ihr einfach die Socke beenden und habt trotzdem eine Socke, auch wenn ihr etwas weniger Garn habt. Also von der Richtung klappt es immer. Ich zeige euch einen provisorischen Maschenanschlag. Super easy, klingt kompliziert, ist wirklich super easy. Dann die Zunahmen für die Spitze, den Part. Ich zeige euch die Ferse. Wir machen verkürzte Reihen, klingt auch absolut kompliziert, ist es nicht, super easy und ihr kriegt einen ganz, ganz tollen Übergang. Die Ferse sieht wirklich sauber aus und falls bei euch am Anfang manchmal Löcher entstehen, ist es einfach nur Übungssache. Je öfter ihr das macht, umso schneller verschwinden Löcher. Und selbst wenn ihr hier klitzekleine Löcher haben solltet, man kann es von innen super einfach vernähen. Einfach mit Restgarn, was ihr habt, einfach von innen mit einer Wollnadel vernähen. Das ist super easy. Und ich zeige euch dann eine Variante, wie ihr elastisch abketten könnt. Und damit kommt ihr dann auf jeden Fall rein. Und zusätzlich würde ich euch noch zwei Marker empfehlen, sowie eine Wollnadel zum Vernähen. Los geht's! Bei dem Socksgarn ist es am besten, wenn wir von außen abarbeiten. Deswegen packe ich den Faden ein bisschen weiter nach innen, damit er nicht stört, und wickel ihn von außen ab. Also die erste Socke arbeiten wir von außen, die zweite Socke von innen. Da sind zwei Verläufe drin in einem Knäuel für zwei Socken. Also damit kriegt ihr ein Paar hin. Wie gesagt, 200 Meter, nicht viel, reicht aber super für zwei Kindersocken. Und wie gesagt, wir starten an der Spitze und stricken jetzt den provisorischen Maschenanschlag. Super easy, ich zeig's euch.
Wir starten mit einem einfachen Knoten. Dazu bildet ihr einen Ring, legt den langen Faden darunter, zieht den Faden hier durch, ein bisschen festziehen, das ergibt eine Schlaufe. Und wir nehmen die erste Nadel und legen sie hier rein. Und nehmen den langen Faden und ziehen daran. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Nadel. Und die legen wir einfach daneben. Den kurzen Faden halte ich hier ein bisschen fest, damit mir das Ganze nicht wegrutscht. Und dann gehen wir einfach im Zickzack einmal um diese Nadel. Das mache ich immer ein bisschen auseinander, genau. Und dann um diese Nadel. Einfach wie das Unendlich-Zeichen. Oder in einem S drumherum. Einmal von vorne nach innen, einmal von hinten durch die Mitte. Und einmal die Nadel durch die Mitte und von der anderen Seite. Ihr könnt auch hier mit dem Finger immer ein bisschen nachhelfen. Und immer durch die Mitte, nicht die Mitte vergessen. Immer die Mitte und drumherum. Und wir sollten an jeder Seite 10 Maschen haben. So, ich ziehe mal kurz durch. Ihr könnt das ruhig ein bisschen fester machen. Man macht mal am Anfang manchmal den Fehler, das zu locker zu machen. Wobei, wenn ihr blutiger Anfänger seid, ist auch nicht schlimm. Die erste Socke ist ja, das ist ja wie der erste Pfannkuchen. Der erste Pfannkuchen gelingt auch nie und danach wird es besser. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen noch ein paar. 8. 9, 10. Jetzt haben wir 10 oben. Jetzt muss ich das unten noch mal kurz durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10. Genau, wir haben jetzt 10 an jeder Seite. Also wenn der Faden von der Seite kommt, heißt es, wir stricken diese Nadel ab. Und dann nehme ich mir jetzt die dritte Nadel zum Arbeiten. Das ist am Anfang ein bisschen fummelig, habt keine Angst, das wird schon. So, ich drehe jetzt die Nadel, die wir nicht brauchen, drehe ich hier ein in die flexible Stellung. Das ist recht praktisch. Ihr könnt das auch dann so hin und her schieben, wie ihr wollt, wie das für eure Handhaltung perfekt ist. Also da könnt ihr euch gerne ausprobieren. Ihr braucht auch keine Angst haben, das wegzuschieben oder das zu verbiegen. Ich baue hier gerne mal ein bisschen mehr Fadenspannung auf und wickel mir das mal um den Finger, dass es so leichter Fadenspannung zu halten. Und ich gehe jetzt hier hinten durch die Masche, also von oben nach unten durch und greife mir das Garn, ziehe mir das durch die Masche hier hoch und dann heben wir die Masche ab. Das gehört zu dem. Okay. So. Dann nochmal hier durchstechen, Faden holen, abheben. Okay. Und durchstechen, Faden holen. Abheben und hier, ja, das ist ein bisschen fummelig, glaub mir, es wird besser. Es ist jetzt nur der Maschenanschlag und abheben. Das machen wir jetzt einfach mit allen Maschen auf der Nadel.
Und dann schiebe ich das wieder in den, wenn ich fertig bin mit der Seite, schiebe ich das in den flexiblen Bereich. So, dann die andere Seite. Dann nehme ich die Nadel, die wir noch nicht bestrickt haben, und schiebe sie dann einfach in Position und nehme mir dann die Arbeitsnadel. So, und hier aufpassen, dass ihr nicht den kurzen Faden schnappt, sondern den langen. Und am Anfang hier die erste Masche ruhig sehr, sehr fest abstricken. Diese Maschen hier sind so eingedreht, dass wir sie von vorne abstricken. Also es ist von vorne locker. Deswegen steche ich von unten nach oben von vorne ein und stricke die Masche hier auch von vorne ab. Und hier jetzt nochmal anziehen. Und die anderen Maschen können wir normal abstricken. Also von unten nach oben auf der Vorderseite Faden holen und abheben. Und das für alle bis zum Reihenende. Und die letzte Masche stricke ich hinten durch ab, weil die so gedreht ist. Okay, da haben wir unsere Basis. Und jetzt legen wir mit den Zunahmen los. Wir werden jetzt immer eine Runde mit Zunahmen haben und eine Runde ohne. Da stricken wir einfach drüber. Ich zeige euch gleich, wie die Zunahmen gehen. Und das machen wir so lange, schaut auf die Tabelle. Die Tabelle sagt bei uns, bei Größe 30, 31 brauchen wir pro Nadel 25 Maschen. Wenn wir das jetzt hier zunehmen, werden wir auf 26 rauskommen. Das ist auch okay. Also ihr müsst dann nicht strikt bei 25 rauskommen. 26 ist auch super. Das ist ja eh nur eine Masche, mehr oder weniger. So, ich schiebe das jetzt hier wieder in Position. Nehme mir meinen Garn. Und wir stricken jetzt alle Maschen von vorne ab. Immer von vorne. Die sind jetzt alle in eine Richtung eingedreht und wir stricken alle Maschen von vorne ab und wir stricken immer rechte Maschen über die Socke, außer zum Schluss beim Bündchen. Also jetzt immer nur rechte Maschen. Also die erste Masche von unten nach oben einstechen, Faden holen, wieder abheben. Das ziehe ich gerne sehr, sehr fest, damit hier keine Löcher entstehen. Jetzt, immer nach der ersten, folgt die Zunahme in der Zunahmerunde. Wir stechen von vorne ein, Faden holen, aber nicht abheben. Und jetzt nochmal einstechen durch das hintere Maschenglied, durch die gleiche Masche, Faden holen. So, und jetzt haben wir diese Masche zweimal gestrickt, einmal von vorne, einmal von hinten. Front and back loop, sagen die Englischsprachigen immer. Und jetzt heben wir ab. Das heißt, wir haben aus einer Masche zwei gemacht. Das ist eine Zunahme. Und dann stricken wir weiter, bis wir nur noch zwei Maschen haben. So. Nur sind zwei Maschen übrig und jetzt machen wir hier die Zunahme, also praktisch in der Masche vor der letzten. Und die stricken wir jetzt einmal von vorne und einmal von hinten ab. Das ist auch ein bisschen tricky, ihr gewöhnt euch dran. Abheben. Ups. Und die letzte Masche stricken. So, und in die flexible Position schieben. Die Nadel in Arbeitsposition. Hier mal wieder nicht verwechseln. Wenn euch der kleine Faden hier stört, könnt ihr ihn jetzt schon in dem Bereich vernähen. Auf der inneren Seite, also auf der krausen Seite, da wo die Perlen sind, könnt ihr ihn gerne jetzt schon vernähen.
Ich mache das dann später. Und wir stricken noch die Seite ab. Die müssen wir auch noch zunehmen. Also immer beide Seiten zunehmen, damit eine Runde vorbei ist. Und hier machen wir das Gleiche. Einfach Masche Nummer 1 rechts stricken. Ganz fest anziehen am Anfang. Denkt dran, wir wollen keine Löcher. Und die zweite Masche doppeln. Einmal von vorne. Wieder in die Masche einstechen und von hinten. Jawohl. Und abheben. Den Rest einfach rechts stricken. Falls euch hier die Nadeln irgendwie doch stören, was ich gerne habe, ist immer die Nadel, die ich in der Hand habe, dass sie vorne ist, und die Arbeitsnadel, dass sie auch vorne ist. Das ist praktisch die Nadel, die wir nicht brauchen, die rückt in den Hintergrund und die ist dann auch hinten. Und ja, die greife ich dann einfach so, wie es gerade passt. So, noch zwei Maschen übrig und wir nehmen zu, einmal von vorne. Einmal von hinten. Ja. Und abheben und dann die letzte Masche stricken. Und diese Zunahmerunde ist fertig. Jetzt haben wir hier zwei Maschen mehr und da zwei Maschen mehr. Und in der nächsten Runde nehmen wir nicht zu. Also hier stricken wir einfach immer drüber. Also alles in rechten Maschen. Die erste gut anziehen. Stricken. Wie gesagt, hier zwischendurch müsst ihr keine große Fadenspannung aufbauen. Es muss jetzt natürlich nicht schlabberig sein, aber ihr müsst da nicht euch nicht anstrengen. Ist dann auch angenehmer für später, dass ihr dann auch dann nicht so die Qual habt, in die Maschen zu kommen. So, und diese Seite stricken wir auch einfach rechts. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Eine Runde mit Zunahmen, eine Runde ohne Zunahmen. Ich wiederhole das nochmal kurz mit euch auf der Seite. Also wir stricken die erste Masche nochmal rechts und dann nehmen wir zu. Und dann weiter stricken, bis ihr nur noch zwei Maschen habt. Und die Masche nehmen wir zu. Und die letzte stricken wir normal. Das ist unsere halbe Runde. Andere Seite ebenfalls gleich, eine Masche rechts, eine Zunahme, die anderen rechts, bis nur noch zwei übrig sind.
So, und dann nehmen wir zu. Und die letzte Masche auch rechts. Und das war unsere Zunahmerunde. Jetzt folgt die Runde ohne Zunahmen. Und wir stricken einfach mal eine Runde komplett rechts. So, und dann sehen wir uns, wenn ihr auf jeder Nadel 26 Maschen habt. 26 da und 26 da. Und dann machen wir weiter. Schaut mal, so ist es inzwischen geworden. Die Spitze hat sich automatisch geschlossen. Mit dem hier braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das ist hier nur der Faden. Den vernähen wir dann einfach später. Ist einmal mit rausgekommen und durch die Zunahmen ist eine schöne Spitze entstanden. Und jetzt stricken wir den Fußbereich und hier stricken wir einfach rechte Maschen ohne Zunahmen in Runden. Und bei mir sagt die Tabelle, ich soll 10,5 Zentimeter stricken. Ihr könnt euch gerne an die Tabelle halten. Ich empfehle euch aber natürlich immer, die Socke inzwischen anprobieren. Also ihr könnt es hier so wie die Nadeln sind lassen. Wenn es dann länger ist, einfach anprobieren. Ich zeige euch das später dann nochmal. Und dann stricken wir jetzt einfach in Runden. Ein bisschen Spannung aufbauen. Bis die Socke lang genug ist für die Ferse. Und was ich euch auf jeden Fall empfehle, schreibt euch auf, wie viele Runden ihr gestrickt habt. Zählt entweder mit oder installiert euch eine Rundenzähler-App. Oder was wir auch machen können, dann, wenn wir die Länge haben, wir können dann die Runden anhand der Maschen hier zählen. Ich zeige euch dann auch nochmal später, wie das geht. Ja, und ich stricke jetzt noch zusätzliche 10,5 cm ohne Zunahmen, einfach nur rechte Maschen in Runden. Ja, und da sind wir auch schon. Das sind unsere 10,5 zusätzliche Zentimeter. Gezählt wird nach der letzten Zunahme ab da. Da sind die 10,5. Und insgesamt sind das bei mir 50 Runden ab da. Zählen könnt ihr das Ganze einfach hier bei den Vs. Also die letzte Zunahme erkennt ihr an dieser Perle, das war unsere Zunahme und da kam die Masche raus.
Das heißt, die Masche zählen wir nicht, sondern wir zählen ab da. Und jedes V steht für eine Masche. Das heißt, wir würden zählen genau ab hier, also die zweite nach der Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. So zählt man. Was gerne manche Stricker machen, während sie stricken, machen sie nach 10 Runden immer einen Maschenmarkierer hier rein. Das habt ihr vielleicht bei manchen schon gesehen, dass dann hier in eine Masche so ein Maschenmarkierer reingesetzt wird. Und das macht man dann alle 10 Runden und dann kann man dann später das schneller zählen, weil man dann hier zum Beispiel 4 Marker drin hätte und nochmal 10 drauf, dann wüsste man, ah okay, 4 Marker sind 40 Runden und die restlichen kann ich noch zählen. So geht das. Genau, ich habe noch die Socke in der Zwischenzeit anprobiert und da empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr für Kinder arbeitet, strickt unbedingt ein bisschen mehr, weil, naja, bis die zwei Socken fertig sind oder das Sockenpaar, sind die Kleinen meist gewachsen, je nachdem wie schnell man arbeitet. Wenn ihr natürlich ein Sockenpaar an einem Tag fertig habt, ist das vielleicht nicht sonderlich relevant, aber die Kinder wachsen wirklich schnell, wenn sie noch klein sind. Von daher strickt gerne mal ein bisschen mehr dazu. Ansonsten mindestens bis zur Ferse und jetzt werden wir sie zusammen stricken. Die geht ebenfalls super easy. Wir stricken die normale Bumerangferse mit Verkürzen rein. Ihr braucht idealerweise noch 2 Marker dazu. Das brauchen wir dann später, um uns die Stelle zu markieren. Brauchen wir eigentlich nur einmal. Also rein theoretisch könnte man sich es merken, aber ich finde es visuell ein bisschen schöner. Und wir bestricken jetzt nur eine Seite. Also welche Seite es ist, ist vollkommen egal. Wählt euch da einfach eine aus. Das ist wurscht. Und wir arbeiten mit verkürzten Reihen und in Reihen. Also diese Seite werden wir jetzt in Hin- und Rückreihen arbeiten. Wir stricken im gleichen Muster, also es bleibt weiterhin glatt. In Hinreihen stricken wir rechte Maschen. In Rückreihen, da wo die krause Seite ist, werden wir linke Maschen stricken. Zeige ich euch gleich. Und wir stricken jetzt diese Seite einfach rechts ab. Nichts Besonderes, wir legen direkt los und stricken einfach alle Maschen rechts. So. Und dann wenden wir die Arbeit und stricken jetzt die Reihe zurück. Und jetzt geht's los mit den verkürzten Reihen. Ich zeige euch eine etwas erweiterte Variante, keine Angst, ich zeige euch alles. Bei der werden die Übergänge bei verkürzten Reihen besonders schön. Wenn wir wenden, machen wir am Anfang immer eine Doppelmasche. Das ist wichtig, wenn wir das dann später wieder zurückstricken, dass der Übergang sehr schön ist, dass wir auch keine Löcher haben. Und die Doppelmaschen helfen uns zu sehen, wann wir wenden müssen, weil die Doppelmasche für uns praktisch ein Marker ist. Das ist sehr, ja, einfach praktisch, genau. Was ihr euch merken solltet, wenn wir die krause Seite sehen, werden wir die Doppelmasche immer abheben, als ob wir rechts stricken wollen. Und wenn ihr die glatte Seite seht, werden wir die Doppelmaschen stricken, als ob wir links stricken wollen. Oder eher gesagt abheben. Die Doppelmaschen heben wir immer nur ab. Wir bringen das Garn nach vorne. Hier sehen wir die krause Seite, die Perlen. So, Garn ist vorne und ich steche von unten nach oben auf der Vorderseite ein. Ich hebe jetzt hier nur den Faden zur Seite, damit ihr das besser seht. Das müsst ihr nicht tun. Das mache ich nur, damit ihr das besser seht. So, und dann heben wir das einfach ab und dann müsst ihr den Faden hier ganz fest ziehen, damit dieser Doppelfaden hier entsteht oder diese Doppelmasche. Ich greife hier nochmal nach, der Faden ist gerade zu lang.
Also ganz fürs Sehen, das ist auch wichtig, damit keine Löcher entstehen. Wenn ihr mal Probleme mit Löchern habt, dann habt ihr eventuell nicht fest genug gezogen. Das kann passieren. So, jetzt bringe ich das Garn nach vorne, weil wir haben weiterhin die krause Seite und jetzt stricken wir linke Maschen. Und die gehen folgendermaßen. Wir stechen von oben nach unten diesmal ein. Wickeln den Faden so um die Nadel und von unten nach oben durch die Masche und abhängen. Das ist eine linke Masche. Nochmal, Faden nach vorne, von oben nach unten einstechen, um die Masche legen, von unten nach oben durchziehen, abheben. Und so stricken wir jetzt alle hier in der Reihe ab. Ihr müsst jetzt hier nicht mehr festziehen, nur am Rand, da wo wir die Doppelmaschen machen. Da machen wir das ganz fest. Und wir machen immer nur eine. Wenn ihr wendet, wir machen immer nur eine Doppelmasche. So, und durch die linken Maschen haben wir jetzt hier ebenfalls krause Maschen auf der Seite und ebenfalls rechte Maschen oder glatte Maschen auf dieser Seite. Dann stricken wir wieder zurück. Wenn wir wenden, folgt bei den verkürzten Reihen eine Doppelmasche. Bringen den Faden wieder nach vorne. So, und jetzt heben wir ab, als ob wir links stricken wollen würden. Und ich steche von oben nach unten ein, also als ob ich eine linke Masche stricken will und hebe das dann nur ab und ziehe das ganz fest. Ganz, ganz fest sehen, dass wir diese Doppelmasche haben und den Rest stricken wir rechts bis zur nächsten Doppelmasche. So, das an der Seite hier, das verwechselt man auch manchmal gerne. Man denkt manchmal, dass das zusammen eine Doppelmasche wäre, aber das hier ist eine normale Masche und das hier ist die Doppelmasche. Genau, die Doppelmasche stricken wir jetzt nicht, sondern wir wenden. Wir wollen ja unsere Ferse formen. So, und hier haben wir die krause Seite und hier heben wir die Masche ab, als ob wir sie rechts stricken würden. Also ich steche von unten nach oben ein und hebe die Masche ab und ziehe ganz fest. Dass diese Doppelmasche hier entsteht. Dann Garn nach vorne und den Rest stricken wir links.
So, diese Doppelmasche stricken wir nicht. Wir wenden die Arbeit. Hier sehen wir die glatte Seite. Das heißt, wir heben die Masche ab, als ob wir links stricken wollen würden. Ich steche von oben nach unten ein und hebe die Masche ab, als ob ich sie links stricken wollen würde, ganz fest anziehen und die restlichen Maschen rechts stricken. Und auch hier, Vorsicht, da denkt man, das gehört zusammen, ist es aber nicht. Es ist eine Masche zum Abstricken. So, und wir haben jetzt links zwei Doppelmaschen und rechts zwei Doppelmaschen. Und das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit, also jetzt wenden wir wieder. Und das wiederholen wir die ganze Zeit bis in der Mitte. Zwischen den Doppelmaschen, je nachdem welche Anzahl an Maschen ihr habt, nur noch ein Drittel der Maschen übrig bleiben oder in etwa. Also ich hatte hier auf einer Seite 26 und ich stricke jetzt so weiter, bis nur noch 8 Maschen in der Mitte übrig sind. So sieht das inzwischen aus. Das von der Rückseite, also so eine Art Dreieck entstanden. Und hier haben wir die Doppelmaschen. Und da die Doppelmaschen und dazwischen unsere 8 normale Maschen. Und ich markiere jetzt diese 8 Maschen, den Anfang und das Ende. Und hier können wir den Marker einfach drauf schieben. Und jetzt stricken wir 2 Runden komplett drumherum. Und dann werden wir die verkürzten Reihen wieder zurückstricken. Und bei den Doppelmaschen ist es jetzt so, die sind so eingedreht, dass wir sie hier durch das hintere Maschenglied abstricken. Also wir stricken weiterhin rechte Maschen, nur hier durch das hintere Maschenglied. Und achtet darauf, dass ihr hier auch wirklich alles mitnehmt. Prüft das, dass ihr nicht aus Versehen was da lasst, damit es wirklich auch gescheit funktioniert. Ich brauche hier mal ein bisschen Fadenspannung. Und jetzt einfach mal alles abstricken, nur hier drauf achten, durch das hintere Maschenglied. Und hier weiter drüber stricken, einfach rechte Maschen. Hier bei dem Übergang bitte ganz, ganz fest anziehen, dass wir keine Löcher haben. Kann trotzdem passieren, wie gesagt, am Anfang, wenn ihr das zum ersten Mal strickt, ist nicht schlimm. Man kann es zum Schluss dann auch noch mit Restgarn vernähen. Von innen, dann sieht man das auch nicht. Aber ja, wenn das mal nicht klappen sollte, das ist jetzt, wie gesagt, kein Fehler von euch. Das kommt einfach mit der Übung, das ein paar Mal gemacht habt.
Und auf dieser Seite sind die Maschen so gedreht, dass wir sie von vorne abstricken. Also alles rechts stricken, nur hier stechen wir von unten nach oben. Dann abheben. Also praktisch eine ganz normale rechte Masche. Manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, ob wirklich alles mitgeht, vor allem wenn sie eng sind, aber versucht es. So, und den Marker heben wir einfach rüber. Den muss ich noch mal kurz korrigieren. Da habe ich noch einen Faden mitgenommen. Genau, einfach rüberheben. Und die Maschen rechts stricken. Runde Nummer 1 fertig. Und die zweite Runde auch noch mal einfach komplett drüber, alles in rechten Maschen. Den Marker hier nehmen wir nochmal mit rüber und stricken bis zum nächsten Marker. So, jetzt können wir ihn abnehmen, jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Und nach dem Marker stricken wir noch eine Masche mehr. Und dann wenden wir die Arbeit. Also wir werden jetzt praktisch rückwärts die verkürzten Reihen stricken, dass wir wieder diese Wölbung ausgleichen. Und jetzt folgt nach der Drehung eine Doppelmasche. Und die machen wir wie immer. Da, wo die krause Seite ist, heben wir es rechts ab. Und festziehen. Den Rest in linken Maschen stricken. So, beim Marker angekommen. Die
Diesen können wir ebenfalls abheben. Und hier stricken wir eine Masche mehr. Und drehen die Arbeit. Und hier die Doppelmasche heben wir ab, als ob wir links stricken wollen. Und wir stricken zurück rechte Maschen bis zur Doppelmasche. So, diese Doppelmasche stricken wir durch das hintere Maschenglied ab und stricken eine mehr. So arbeiten wir uns wieder von innen nach außen zurück. So, wir Arbeit wenden, krause Seite, wir heben ab, als ob wir rechts stricken wollen, Doppelmasche anziehen und den Rest links stricken bis zur nächsten Doppelmasche. Diese Doppelmasche links abstricken und eine weitere Masche stricken und Arbeit wenden. Hier die Doppelmasche heben wir ab, als ob wir links stricken wollen würden, fest anziehen, die restlichen Maschen rechts stricken. Und diese Doppelmasche durch das hintere Maschenglied abstricken, eine weitere Masche rechts stricken. Und Arbeit wenden. Und so machen wir das weiter, bis wir das wieder ausgeglichen haben. Also bis wir wieder unsere ursprüngliche Maschenanzahl haben, bis wir von innen nach außen uns gearbeitet haben. So, ich habe jetzt hier noch auf dieser Seite eine Doppelmasche und da auch noch eine. Das schließe ich jetzt ab. Die stricken wir hier wieder durch das hintere Maschenglied. Da manchmal Löcher ungewünscht entstehen. Ich vermute, jetzt kommt auch mal eins rein, weil wir recht wenig Spannung hier haben und die Maschen recht groß geworden sind. Also ich lasse gerne die Randmaschen so, wie sie sind und überstrick das. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Aber ich lasse sie dann gerne so, damit es nicht zu weit auseinander geht. Und dann stricke ich jetzt einfach überall drüber. Hier wieder ganz viel Fadenspannung, dass wir hier Löcher vermeiden. Und ich stricke jetzt hier einfach nur rechte Maschen in Runden weiter, so wie den Fußbereich hier nach der Spitze, wie den hier. Genauso wird auch der Schaft. Also wir
stricken, nur rechte Maschen. Ihn runden, bis der Schaft lang genug ist für euch oder bis das Garn ausgeht. Bedenkt nur ein bisschen Garn für das Bündchen einzuplanen, was natürlich ideal ist. Bei so einem Farbverlauf könnt ihr natürlich mit dem Bündchen hier bei dem letzten Farbwechsel zum Beispiel anfangen. Das gibt dann halt nochmal einen schönen Akzent, dass genau da, wo die letzte Farbe kommt, dann auch das Bündchen entsteht. So kann man sich ein bisschen dran orientieren oder da, wo ihr wollt. Markiert euch auf jeden Fall die Runden oder zählt sie dann anschließend, damit die zweite Socke gleich groß wird. Und ihr seht hier, da ist eine schöne Ferse entstanden mit einer schönen Rundung. Ja, weil das recht fest angezogen ist, hätte man sogar ein bisschen lockerer machen können. Dadurch, dass das Modal so elastisch ist, haben wir es ein bisschen übertrieben. Ja, aber so einfach macht man eine schöne Ferse. Ihr seht, nur ein bisschen Geduld. Und das schafft man auf jeden Fall auch als Anfänger. So, und das ist unsere Socke. Mit dem Schaft. Der letzte Farbwechsel war schon. Ich habe jetzt hier nur noch eine Unifarbe. Es kommt kein Farbwechsel mehr. Und jetzt werde ich das Bündchen zusammen mit euch stricken. Ich habe diesmal die Runden nicht gezählt, weil wie gesagt, ich mache das direkt, wenn der Farbwechsel kommt. Das heißt, die zweite Socke wird dann genauso. Da muss ich die Maschen nicht zählen und wir machen ein super einfaches Bündchen, aber ein sehr schönes. Das gibt dem Ganzen eine sehr, sehr schöne Struktur, sieht einfach toll aus. Und wir stricken ja einfach drei Maschen rechts und eine Masche links, Faden nach vorne. Und eine linke Masche stricken. Das wiederholen wir die ganze Zeit. Drei Maschen rechts. Und eine Masche links. Und diesmal können wir wieder die Runden mitzählen. Und ab jetzt stricken wir dann einfach die Maschen so, wie sie erscheinen. Rechte über rechte und linke über linke. Und das erkennt ihr dann ganz gut daran, da wo ihr die Faust seht, da stricken wir rechte Maschen. Und wenn eine Perle kommt, dann stricken wir linke Maschen. Und das ist unser Bündchen. Sehr, sehr schönen elastischen Look, eine sehr schöne Struktur. So sieht es von innen aus.
Kann man übrigens auch wunderbar für ausnehmen. Also hat auch eine tolle Struktur. Und beim Garn haben wir noch ein bisschen mehr drauf. Ihr seht die Perle schon. Wenn die kommt, dann habt ihr definitiv die Hälfte des Garns aufgebraucht und solltet aufhören zu stricken, weil sonst reicht euch das Garn nicht für die zweite Socke. Aber ihr seht ja, ein Farbabschnitt ist ungefähr so lang. Das heißt, ich hätte jetzt das Bündchen ungefähr doppelt so lang machen können. Habe ich aber nicht. Das sind jetzt insgesamt 14 Runden und jetzt kette ich ab. Und ich zeige euch, wie man Toe-Up unbedingt elastisch abketten sollte. Weil wenn ihr normal abkettet, mit zum Beispiel Maschen überziehen, dann spannt das zu sehr. Deswegen ketten wir elastisch ab. Und das machen wir folgendermaßen. Wir stricken zuerst zwei Maschen so, wie sie sind, also so, wie sie kommen. Wenn wir zwei rechte Maschen sehen, stricken wir zwei rechte ab. Eins und zwei. Und dann legen wir sie zurück auf die Nadel. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal rein. Und lass das so und lass auch die Nadel hier drin, die Arbeitsnadel, und hol mir jetzt den Faden, sodass ich diese zwei Maschen praktisch nochmal rechts verschränkt abstricke, also durch das hintere Maschenglied. Und hebe es dann ab. Und das gibt euch Elastizität. Jetzt haben wir ja hier schon eine Masche drauf, jetzt müssen wir nur noch eine abstricken, also eine Masche rechts. Und wir legen beide wieder zurück. Und ich lasse die Nadel drin und wir stricken es wieder verschränkt, also Faden holen. Könnte auch gerne locker bleiben. Wir müssen da nicht viel Fadenspannung drauf haben, aber manchmal ist es halt ein bisschen tricky. So, und jetzt kommt eine linke Masche und die stricken wir jetzt auch links ab. Habe ich hier von lauter Aufregung die Masche oder den Faden fallen lassen. Also wir stricken diese Masche ebenfalls links ab. Und dann legen wir es genauso wieder zurück und stricken es auch rechts, rechts verschränkt ab. Und so weiter. Also die nächste Masche ist wieder rechts und wieder zurücklegen. Rechts verstrengt stricken und eine Masche rechts. Und so weiter.
So sieht das inzwischen aus. Jetzt habe ich hier noch eine Masche übrig. Also das sieht jetzt nicht komisch aus, sondern ich habe sie einfach nur lang gezogen. Und ich schneide jetzt hier schon mal den Faden ab. Ein bisschen länger, dass wir was zum Vernähen haben. So, dann ziehe ich hier den Faden einfach raus aus der Masche, sodass wir nur den langen Faden haben, aber nicht diese Schlinge, und fädel hier mir den Faden durch. Und jetzt verbinden wir das so, dass das Ganze harmonisch einen Kreis ergibt und dass man praktisch nicht sieht, dass hier eine Stufe gibt. Und wir suchen die erste Masche. Das ist diese hier, also diese zwei Maschenglieder, dieses V. Und dann gehen wir jetzt einfach von hinten nach vorne darunter durch und imitieren praktisch so eine Masche. So. Und dann stiche ich von oben hier ein und dann gleich nach innen, dass wir auf der Innenseite vernähen können. Also ich steche in die Masche von oben wieder zurück, wo wir herkamen. Und schaut mal, das ergibt hier praktisch einen unendlichen Kreis. Also als ob wir praktisch nirgendwo einen Anfang und ein Ende haben. Und das ergibt einen sehr, sehr schönen Abschluss. Achtet nur darauf, dass ich hier nicht zu fest ziehe, sonst wird die Masche ganz, ganz fest. Das wollen wir nicht. Jetzt verknote ich das hier. Ich bilde hier also eine Schlinge und dann gehe ich zweimal durch die Schlinge durch. Und ziehe das dann fest. Dann gucken wir nochmal, ob das so okay ist. Ja, sieht gut aus. Okidoki. So, und dann vernähen wir hier den Faden. Und ich spalte hier gerne die Fäden, damit man auf der Rückseite bleibt. Das hält dann den Faden auch sehr gut an der Stelle fest. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, nochmal zusätzlich, also wer ein bisschen Angst hat, dass es aufgeht, dann später nochmal an einer zweiten Stelle verknoten, aber im Regelfall reicht es vollkommen aus. Wir gehen nebenan und zurück. So, nicht festziehen, ganz locker lassen, dass hier das Bündchen weiterhin seine Funktion hat. Und dann gehe ich hier nochmal einfach durch die gleichen Maschen nochmal fix durch in die gleiche Richtung wie vom Anfang. Tada! Unsere Socke ist fertig. Ja, super easy. Sehr angenehm zu tragen durch das elastische Bündchen. Und die zweite Socke funktioniert genauso. Also einfach die zweite Socke nochmal genauso arbeiten, dann habt ihr ein Paar. Und könnt sie entweder selber tragen oder verschenken. Ja, ich hoffe, das Video war euch hilfreich. Es hat euch Spaß gemacht, das zu handarbeiten. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht einen Kommentar. Und ich freue mich aufs nächste Mal.